Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün, wo sich immer mehr die Erkenntnis breit macht. Oh, Onix. Okay. Da sind Gegner. Und uns gehen die Tränke aus. Vielleicht sollten wir doch Richtung Ausgang eilen. Und wir kümmern uns jetzt erstmal gar nicht mehr um Onix. Ignorieren, dass wir dort TMs verbraucht haben und holen uns die Ast-Trainer hier. Nur Auserwählte dürfen passieren. Und wer bestimmt das? Lieber Ast-Trainer Diego, deinem Kingler. Wasser. Aber das könnte, wenn wir zuerst rankommen, trotzdem klappen. Ah. Komm. Und weg, oder? Ah. Okay, dann ruckzucki. Unfair. Benutzt Typertrank. Okay. Also. Kingler ist Wasser. Wasser mag nicht Pflanze oder Blitz. Also. Nun denn, Fauna-Statue haben wir nur noch einen Ekelsamen. Dann machen wir Ekelsamen. Wir sitzen das jetzt ein bisschen aus. Sehr schön. Und weil es so schön ist, benutzen wir jetzt auch Gigasauger. Wir saugen so. Wir nuckeln doppelt an Kingler. Wow. Okay, das haut richtig rein. Besiegt? Besiegt. Wer kommt jetzt? Bakuzi, wir bleiben. Okay, dieser Floor freut sich auch mal ein bisschen. Leveln können. Gigasauger. Wow. Okay, ich habe den Gigasauger. Ich habe ihn als stark eingeschätzt, aber nicht als so stark. Weiter. Perfekt. Entoxin, ja. Wollen wir Blitzding, weil ich glaube, Tentoxa hat Gift, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das wäre jetzt nicht so super. Für unser... Was, Käfer? Gift. Ah, jetzt geht das daneben. So, die Verteidigung steigt stark. Das ist jetzt unvorteilhaft, aber... Wir haben gerade ein bisschen Pech. Aber jetzt komm. Jawohl. Zapdos ist halt doch mächtig. Gut. Und Simon kommt. Dann werden wir wieder unser Bisasauga Floor nehmen. Komm. Also Simon, zeig dich. Wieder Gigasauger. Na, es gibt jetzt nichts an KP aufzufüllen, aber wegnehmen kann man ja trotzdem damit. Und dann kommt noch Turtok. Da bleiben wir bei Bisasauga. Also, nochmal Gigasauger. Turtok hat es überlebt. So, nun haben wir keine KP mehr für Gigasauger. Hm. Aber wir haben den Kampf geschafft. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Hui, ich fasse es nicht. Tja, tja, tja. Die Trainer hier sind auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Sei vorsichtig. Ist die noch hier? Gleich siehst du, wie gut du bist. Hallo, liebe Ast-Trainerin Caroline. Beim Knuffenser.
Ja, wir haben keinen Feuersturm mehr, aber wir haben wenig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah. Ich bin gerade einfach nur, ja, etwas zerknirscht. Oh je. Ja. Nein, keine Onyx. Komm. Streng dich an, Nidoqueen. Nee, das wollen wir nicht. So. Eigentlich sollte Du kannst das Schneider geht daneben. Ach komm. Nee, jetzt. Nee, jetzt. Und warum hört dieses Knofenster auf zu brennen? Komm, komm. Ach komm. Komm. Das Spiel will uns trollen. So. Realisiert unser Nidoqueen da, ey. Was kommt jetzt? Ultrigaria. Nee, wir werden nicht wechseln. Wir haben ja keine Feuerattacke mehr. Ach, Eis. Wir hätten Eis gehabt. Ach, eieieiei. Und wir sind paralysiert. Ach. Das war richtig blöd von mir. So, komm. Konzentration. Also, wenn ich dieses Dungeon bisher Revue passieren lasse, abgesehen jetzt von der Onyx-Affäre. Sehr effektiv, ja gut. Aber das hier auch. Muss man einfach sagen, es zieht ganz schön im Schwierigkeitsgrad an. Nicht unfair, aber es zieht an. Ich habe das jetzt von Rot und Blau gar nicht so in Erinnerung, dass es so deutlich war. Sehen wir, wir bleiben hier. Also jetzt kommen die Elemente wirklich zum Tragen. Jetzt spielen sie auch wirklich eine Rolle, dass man das nutzt und so. Wenn man es wie jetzt hier gemacht mit Eisstrahl da nutzt, dann geht es immer noch gut von der Hand, aber wenn nicht, tut's weh. So, Aras, nicht, wir verbleiben jetzt schön eiskalt dabei. Eisstrahl, weg. Mach Gefrierbrand. Ja gut. Und Parasek, machen wir gerade selber. Wir müssen halt irgendwie immer wieder auf Lapras zurückgreifen, ha? Huh? Ist aber auch ein extrem starkes Ding. Pokémon. So. Parasek besiegt. Ui, uff, das darf doch nicht wahr sein. Grrr. Uff, uff, uff. Du hast mich in die Schranken verwiesen. Aber trotzdem war das jetzt netto betrachtet, die beiden Kämpfe zusammen. War eigentlich ein Verlustgeschäft jetzt, was Geld angeht. So, zweimal Paraheiler. Mhm. Einmal Supertrank. Nein, halt, wir haben keine Supertränke mehr. Wir müssen jetzt die teuren, guten Hypertränke verwenden. Okay, gut. Wobei, Moment. Moment, nee, Onyx kann gar nicht so krass abfallen. Flamara hat 125. So weit weg ist das ja nicht. Ja, das kommt hier runter. Das Spiel will, dass wir jetzt hier runter springen oder so. Okay, wir müssen auf dem zweiten Stockwerk was gucken. Genau. Ah ja, okay, jetzt können wir diesen letzten Punkt hier freischalten. Okay. Zack, zack, zack.
Wir kriegen das hin, auch mit dem Onyx. Wir kriegen das hin, Leute. Aber wir müssen dafür erstmal hier durch, sonst wird das alles nichts. Nein. Wir versuchen gemeinsam Champs zu werden. Im Doppelkampf mit zwei Ass-Trainern. Die heißt Lore und er bestimmt Lai, oder? Nein. Das prima Paar Tyro und Lore. Okay. Ach, wie romantisch. Nido Queen und Nido King. Also. Geheimpower. Und. Komm. Uns gehen die AP aus. Sah schmerzhaft aus. Die Nidoqueen ist weg. Nidoqueen ist schon mal weg. Also, Lamara, mach mal den Ruckzuck-Keep rein. Dieser Floor muss sich wieder aufladen. Ah, blöd. Aber es passt. Und es verwirrt sehr schön, sehr schön. Ruckzuck-Keep. Oh, ho, 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 ho. Ekelsam. Gut. Nidoqueen ist verwirrt. Bitte, bitte, bitte. Ja. Und abzieh noch. Und nochmal Ruckzuck-Keep. Und Schlafbruder, komm. Ist eigentlich jetzt auch egal, was wir klicken. Hat ja geklappt. Das war jetzt ein bisschen zu einfach fast. Oh, aber. Gutes Geld, gutes Geld. Du hast mir gezeigt, dass Kraft grenzenlose Formen haben kann. Du hast uns besiegt. Großes ist nicht leicht zu verbringen. Betungsschwanger. Und der Nächste. Du kannst stolz auf dich sein, weil du dich so wacker auf der Siegesstraße geschlagen hast. Als Anerkennung deiner Leistung möchte ich einen deiner Pokémon Risikotackle beibringen. Soll ich einen deiner Pokémon diese Attacke beibringen? Nein. 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 Lass uns in Ruhe. Wir wollen hier raus. Wir wollen hier einfach nur raus. Oh, wow. Oh. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, gut, das ist auch okay. Indigo-Plateau. Indigo-Plateau. Ja, okay, okay, okay. Das kennen wir schon. Und hier ist dieses schöne Häuschen und. Oh. Willkommen, Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Mach mal. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit, kommen jederzeit wieder vorbei. Also, ich möchte jetzt etwas wissen. Pokémon bewegen, wir müssen es so machen. Also. Nein, nicht bewegen. Nein. Leg mal ab. Unser Onyx hier. Die Box. Egal. Box weiter bearbeiten? Nein. Und jetzt nimm das. Ging das jetzt? Wir haben doch ein anderes Onyx auf Level 13. Zeig mal, welches Level das hat. Nein. Okay. Das ist es wohl. Das ist der Grund. Wir hätten dieses Onyx leveln sollen. Ich habe die schönen TMs vergeudet. Ah. Ah. Also. Gut. Also. Also. Wir wissen, wir können das jetzt nicht ändern. Wir müssen jetzt aber gegen die Top 4 uns richtig hier vorbereiten. Den haben wir denn dabei, den wir. Oh, warte mal. Achso, Mini-Pills, okay. Den haben wir, den wir gleich mitnehmen könnten. Mitrag, ja. Es geht hier ja um den Sieg. Ja.
Arktos, komm mit. Wir wollen ja auch gewinnen. Nein. Kein Zugriff. Was hat Arktos? Wisst ihr was? Nee. Wir sind doch keine Weicheier. So. Hier. Nehmt das Spiel. Auch keine 6 Pokémon. Schaffen das auch so. So. Hey, warte, du Champion in Spe. In der Pokémon-Liga trittst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen Kampf verlierst, musst du ganz von vorne beginnen. Ja, ich weiß. Das weiß ich noch. So. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Was können wir denn verkaufen? Haben wir etwas, was wir... Anders gefragt, warum sollten wir etwas verkaufen? Unsere Pokémon sind jetzt nicht Level 50. Aber ich bin jetzt so sauer. Ich bin jetzt so richtig sauer, dass ich mir sage, wisst ihr was? Mach mich trotzdem fertig. Haupttrank? 20, so. Nein. So. Wir gehen all in. Wir gehen all in. Was sagt diese jetzt? Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Und damit bis zum nächsten Mal.